Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing-Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den schön für mich Adventskalender von Rossmann. Und ja, es war tatsächlich eine große Challenge, das Thumbnail dafür zu erstellen, weil das Ding ist echt riesengroß, was ich persönlich schön finde. Ja, man kann ihn lässig an diesem Griff transportieren. Man hat hinten zwei Viecher, um das aufhängen zu können für Löcher, Gedönsen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was drin ist. 16,99 € hat er gekostet und ja, den möchte ich auf jeden Fall mit dir zusammen aufmachen. Hauptsächlich Pflegeprodukte sind enthalten. Ja, enthält die Marken oder die Eigenmarken von Rossmann, von Isana, Rival de Loop, Rival de Loop Young, For Your Beauty, Wellness and Beauty, Altera Naturkosmetik und Fußwohl. Und ja, der ist ein bisschen teurer geworden als letztes Jahr. Dennoch bin ich sehr gespannt, was drin ist und vor allem, was die Produkte wert sind. Denn zum Beispiel der Balea Adventskalender war letztes Jahr doch eher eine Enttäuschung, weswegen ich mir ihn wahrscheinlich dieses Jahr nicht nochmal holen werde. Ja, aber auf den schönen für mich Adventskalender bin ich sehr gespannt. Los geht's. Zum Design nochmal kurz ein paar Worte. Weihnachtliches Design, schön in einem Fliederton, gefällt mir. Wir haben hier Kläppchen und keine Boxen, das ist schade. Es wird uns ein schöner erster Advent gewünscht in diesem Kläppchen. Und hier drin haben wir von Rival de Loop wahrscheinlich einen Lippenstift, um das mal so, ja. Ja, hier unten ist so eine Farbe abgebildet. Das wird ein ganz klassisches Rot sein. In diesem Video gibt es übrigens auch eine Verlosung und das ist wahrscheinlich das erste Produkt, was reinwandern wird, weil rote Lippenstifte habe ich hier sehr viele. Denn ich mache sehr viele Adventskalender-Unboxings. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, kannst du das gerne hier unten tun. Ich mache jetzt in der Weihnachtszeit natürlich sehr, sehr viele. Oder Weihnachtszeit, vor allem im September, ne? Ja, ich mache jetzt aktuell sehr viele Adventskalender-Unboxings halt. Und ansonsten mache ich generell Beautyboxen-Unboxings, Fressboxen-Unboxings, Hauls, Reviews, Style and Talk-Videos. Ich mache alles, was in meiner Welt passiert. Mein Hund Sammy ist auch manchmal mit dabei. Und ja. Jetzt sind wir beim Adventskalender und hier haben wir einen leicht glitzernden, also da ist ein ganz, ganz leichter Schimmer auch mit drin, ne? Lippenstift. Und der geht hier tatsächlich als erstes Produkt direkt in die Verlosung rein, weil ich halt wirklich so viele rote Lippenstifte habe. Übrigens ist das Öffnen der Kläppchen angenehm. Du hast tatsächlich in manchen von diesen Kläppchen auch App-Coupons mit drin, dass wenn du mit der Rossmann-App dann dort shoppen gehst, kriegst du dann einen Überraschungsgutschein. Auch das Entfernen der Produkte aus dem Adventskalender funktioniert 1A. Hier habe ich von Isana eine Bodylotion mit drin. Das Design darauf ist weihnachtlich. Ich weiß aber nicht, ob die Inhalte dann auch dementsprechend weihnachtlich sind. Also ob das quasi extra jetzt für den Adventskalender designte Produkte sind. Designt ja, aber befüllt weiß ich nicht. Hier steht auch drauf, dass das einfach nur eine Isana Bodylotion sein soll mit Vitamin E und Glycerin. Ja. Einfach feuchtigkeitsspendend und genau, von diesen Pflegeprodukten kann ich dir wahrscheinlich erst so zwischendurch mal sagen, welche Produkte davon ich dir mit in die Verlosung packe. Manche davon werde ich nämlich gerne behalten und auch mal testen. Ja, hier rieche ich aber auf jeden Fall mal dran. Die riecht nach nichts. Die riecht einfach nach überhaupt nichts. Ach, die wird jetzt erstmal geswatcht. Ich swatche eine Bodylotion. Kann man machen. Kann man tatsächlich machen, ne? Also ich werde sie kurz mir auftragen und weil sowas ist bei mir nach 3 Tagen spätestens weg. Also ich habe mir jetzt einen ziemlichen Haufen hier drauf gemacht. Und jetzt riechst du auch was. Jetzt riecht die einfach nach einer schönen Pflegecreme und oh mein Gott, ist die ergiebig. Ja, ich creme damit meinen kompletten Unterarm ein. Kann man machen. Aber die riecht auch so nach Shea Butter und sehr pflegend, ne? Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Ja, die gefällt mir. Die werde ich gerne benutzen. Die Nummer 3 ist leer. Da steht drauf für die kleine Verwöhnpause. Wo ist es hin? Oh, sehr schön. In der Nummer 4 haben wir ein Nagelöl von Rival de Loop. Rival de Loop. Und das ist mit Toffee-Duft. Ich verwende aktuell ziemlich viel Nagelöl. Nicht wundern, ich habe schon 2 lackierte Fingernägel, weil ich eben mit dir zusammen den Essens-Adventskalender ausgepackt habe. Ja, genau. Und das ist einfach ein Nagelöl. Sowas mache ich mir abends immer auf die Nägel drauf, vorm Schlafen gehen. Und das hat einen schönen Applikator, der ist schön breit. Und es riecht wirklich toll nach Toffee. Das riecht klasse. Mache ich mir mal hier auf den Daumen drauf. Oh, da kommt aber viel auf den Nagel. Muss ich schön einmassieren. Da reicht wahrscheinlich einer für
5 Nägel oder so. Doch, aber das fühlt sich sehr, sehr schön an. Nagelöl finde ich klasse. Und ich finde es toll, dass das auch in einem Pflege-Adventskalender mit drin ist, weil das einfach mal was anderes ist, ne? Also, hatte ich jetzt so noch nicht in einem Adventskalender drin, so ein Pflegeöl für die Nägel. Echt toll. Doch, sehen die viel gesünder aus. Meine Nagelhaut zwar noch nicht, weil ich heute Tapeten abgeknibbelt habe, aber hey, was soll's. Hier haben wir die Nummer 5 und das ist ein Augen-Make-up-Entferner, finde ich super. Jo, ne? 1-2 Phasen Augen-Make-up-Entferner. Ölhaltig, entfernt auch wasserfestes Make-up, das finde ich toll. Pflegend mit Aloe Vera und Ginkgo. Und ja, den werde ich auf jeden Fall behalten, denn den kenne ich, den mag ich. Und nur halt mit Ginkgo, ich glaube, den kannte ich noch nicht. Aber ja, den normalen von Isana kenne ich und den mag ich. Und es steht übrigens im Kläppchen, dass man dran denken soll, seinen Stiefel rauszustellen. Denn morgen ist Nikolaus. Yay! Natürlich von Santa Claudi, der Lieblingstag. Ne? So soll man meinen. Okay, ja, cool. The Magic of Christmas stand da im Kläppchen drin und hier hast du ein Duo Make-up Schwamm. Da hast du auf der einen Seite ein Silikonteil, der halt quasi so mit Sternchen auch ist, was echt weihnachtlich schön ist. Und auf der anderen Seite so ein Mikrofaserteil und der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung, weil mit solchen Produkten komme ich nicht klar. Also ich habe schon öfter Silikonschwämmchen ausgetestet, das hat bei mir nie funktioniert und deswegen kommt der in die Verlosung. Deswegen leider kein gutes Nikolaus-Produkt für mich, aber für dich. In der 7 haben wir zum Entspannen, so stand es im Kläppchen, von Isana die Maske Peel-Off. Porentiefe Reinigung verfeinert das Hautbild, Aloe Vera und Pfirsichextrakt. Ja, die kommt auch mit in die Verlosung, denn ich habe diese Maske tatsächlich schon da und brauche sie halt nicht zweimal, glaube ich. Ich guck mal eben nach. Ja. Das ist die, die jetzt in die Verlosung kommt. Da hast du auch dieses Testsiegel unten mit drauf. Und das ist die, die ich hier habe. Es ist einfach genau die gleiche, ne? Deswegen kommt die mit in die Verlosung. Hier haben wir ein Shampoo drin von Isana und ein Code, den man scannen kann. App-Coupon. Genau, muss ich mir aufbewahren. Genau, und ja, das ist einfach ein Shampoo. Mag ich nicht so gerne. Also Isana-Shampoos mag ich persönlich nicht so gerne. Ja, die pflegen bei mir nicht so gut, aber das riecht halt ganz normal. Mit Vanilleextrakt und Honig. Oh Mann, das will ich doch behalten. Doch, das behalte ich, weil ich liebe den Duft. Vanille und Honig. Und wenn ich das in den Haaren habe, dann feiere ich eine kleine Party. Okay, das behalte ich doch. In der Nummer 9 haben wir eine Ampulle. Was steht denn da drin? Was? Anti-Weihnachtsstresskur. Okay, das ist ein Konzentrat, ein Hyaluron-Booster. Ampullen finde ich persönlich echt schön, muss ich wirklich sagen. Und von Isana habe ich, glaube ich, noch eine komplette Kur da. Das heißt, sowas kannst du echt schwer verschicken. Das ist immer die Sache, ne? Das kommt immer kaputt an. Das möchte ich nicht verschicken. Das wird nämlich leider kaputt gehen, aber vielleicht habe ich da noch einen Plan B. Ja, selbstklebende Nagelsticker von Rival de Loubiang. Wobei, die sind geil. Die sind mit richtig geilem Weihnachtssymbol. Die behalte ich und die mache ich mir tatsächlich Weihnachten drauf. Ich meine, guck dir die mal an, wie geil die aussehen. Du hast einfach einen Schneemann und so dabei, ne? Das kann ich mir gut vorstellen, die auf die Nägel zu machen. Ja, behalte ich. Die passende, hoffentlich passende Spülung ist in der 11. Vanilleextrakt und Honig. Ja, sowas mag ich, ne? Ich stehe auf süße Düfte und Vanille und Honig ist doch sowas von süß. Und ja. Oh, jetzt habe ich es rausgequetscht. Riecht man nicht. Super. Jetzt riecht man das, ja. Wenn man das halt so auf der Haut verreibt, ne, dann riecht man das. Ich habe hier noch so ein paar Tücher rumliegen, da kann ich... Toll, jetzt habe ich da Glitzer dran. Gut, ja, behalte ich. Halbzeit, Leute. Es ist Kuschelzeit und die Kuschelzeit ist leer. Ist irgendwo runtergerutscht. Wahrscheinlich ist hier unten alles mega voll. Na toll. 13, gut. Dann können wir mal bei der 13 gucken, ob sie voll ist. Nein. Also wir merken... Die 3 und die 12 sind bei mir leider leer. Okay, Isana Handcreme habe ich hier mit drin. Das ist diese hier. Und das ist mit Mandel- und Vanilleduft. Spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Ich finde die Packungsgröße so toll. Was ist denn da drin? 30 Milliliter. Das ist perfekt für die Handtasche, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Oh ja. Ja, die riecht klasse. Das mag ich gerne. Diesen Mandelduft, den riechst du. Das ist ganz, ganz toll. Mandel- und Vanilleduft. Das ist einfach Weihnachten pur, ne? Oh, finde ich voll gut. In der Nummer 14 haben wir ein
coolen Nagellack drin. Und zwar ist das ein Ultra Gel Nail Color von Rival de Loop. Und der ist mit so einem Schimmer. Das ist nicht einfach nur ein Rot. Das ist ein Rot mit goldenen Schimmerpartikeln mit drin. Richtig cool. Ich habe so einen ähnlichen von der Neue Ford Fiesta. Deswegen wird der in die Verlosung wandern. Ich vermisse immer noch die 12 und die 3. Hier habe ich, oh geil, mit Manuka-Honig eine Ampulle von Isana. Da freue ich mich drauf. Die wird safe verwendet. Das finde ich cool. Benutzt du lieber Ampullen oder Masken? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin eigentlich eher so der Maskentyp. Manchmal stehe ich aber voll auf Ampullen. Da habe ich dann so meine Phase, ne? Tja. In der 16 haben wir eine Cremedusche Zeit für dich mit Perlenextrakt und Sofortpflegekomplex. Tut mir leid, aber auch die möchte ich behalten und testen, denn da bin ich echt gespannt drauf, wie Perlenextrakt riechen soll. Muss ich wirklich sagen. Es riecht sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr pudrig, sehr soft. Oh, ja. Ne? Hier guckt auch irgendwas raus, aber ich weiß nicht, ob das die 19 ist. Ich fühle mal mit dem Finger, ob die 19 befüllt ist. Ja. Komm raus. Komm raus. Nee, hängt er fest. Krass. Nee, ich glaube, ich muss gleich den kompletten Adventskalender zerstören, um an das zu kommen, was quasi in der 12 war. Super. Zeit für ein Entspannungsbad von Alterra Naturkosmetik Badesalz zur Anwendung für ein Vollbad. Pflegende Badekristalle für die kalten Wintertage. Das behalte ich. Das behalte ich doch nicht. Das ist mit Bio-Orange. Orange mag ich nicht. Das geht in die Verlosung. Ich dachte erst, da wird da irgendwas mit Vanille stehen, aber nee, weil wir haben ja oben mittlerweile unsere theoretische Badewanne, weil die Mieter ausgezogen sind und wir gerade renovieren. Und ich mir gedacht habe, naja, vielleicht kann ich die ja irgendwann verwenden, aber Orange ist nicht so mein Duft. Also diese ganzen süß, säuerlichen Düfte ist nicht meins. Deswegen kommt das auf jeden Fall mit in die Verlosung. Erholsame Winternächte, ein Bett- und Körperspray mit Mandelmilch-Extrakt. Ach super, das finde ich klasse. Und die Marke, die ist mir Wellness and Beauty, das scheint... Ist das eine neue Rossmann-Eigenmarke oder ist die mir nur bislang nicht aufgefallen? Das finde ich interessant. Das kann man dann so ins Bett sprühen, um so dieses frisch gewaschen Gefühl zu haben wahrscheinlich. Ja, das riecht ganz toll. Das mag ich gerne. Das ist toll. So ein bisschen auch wie diese Kissensprays, die es so gibt. Ne? Das finde ich cool. Bevor ich euch die 19 zeige, zeige ich euch die 12, denn die habe ich gerade befreit. Das ist eine Fußwohlmaske. Fußmaske, reichhaltige Pflege für trockene Haut, über Nacht anwendbar mit Shea-Butter und Macadamianussöl. Die behalte ich, die ist richtig, richtig geil. Die kannst du dir wirklich wie so eine Fußcreme abends nach dem Duschen oder so drauf machen, Socken drüber ziehen und dann ab ins Bett und musst dann morgens nicht irgendwie Füße waschen oder so. Das ist dann eingezogen wie eine richtig geile, reichhaltige Fußcreme. Die Füße sind echt schön. Wenn du sowas öfters verwendest, kann ich dir nur ans Herz legen. Ne? Hilft gegen vieles. Hornhaut, eingewachsene Fußnägel, ne? Iba. Aber dagegen hilft es halt, weil das alles ein bisschen softer macht und riecht halt auch echt gut. So, die 19 ist eine Isana Maske Totes Meer, porentiefe Reinigung, klären Totes Meer, Salz und Tonerde. Das ist eine super tolle Maske. Ich guck mal eben, ich glaube, ich habe die auch da. Tatsächlich habe ich sie nicht da, also behalte ich sie. Voll gut, weil ich so in der Erdbeerwochenzeit und so solche Masken immer gerne verwende. Der letzte Schliff vor Weihnachten in der Nummer 20 und da hast du so Mini-Nagelfallen drin. Mini-Bananafallen und das feiere ich. Von For Your Beauty finde ich echt super süß. Haben die irgendwie unterschiedliche Farben? Ja, ich glaube, die sind alle so in lila Tönen gehalten, ne? Da haben halt dieses weihnachtliche Muster da drauf. Also richtig geil, kann ich gut gebrauchen, werde ich jetzt auch verwenden können. Super, denn ich schneide meine Nägel nicht, ich feile sie tatsächlich nur. Frag mich nicht, warum. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, seitdem ich Gelnägel hatte, das immer wieder zu machen. Und das fand ich irgendwie schöner. Und ja, deswegen. Oh cool, das... Ich hatte gerade Angst, dass der Kalender runterfällt. Das ist ein Gesichtswasser, ein pflegendes Gesichtswasser von Isana in der Nummer 21 für trockene und sensible Haut. Das habe ich. Das ist mit was für einem Duft. Das ist Pfirsich abgebildet. Nicht, dass ich das nicht mag. Aprikosenextrakt und Panthenol.
mit milden Tensiden. Ich rieche da vorsichtig mal dran, denn ich bin eigentlich ein Fan von dem Rosenwasser beziehungsweise von allgemein so Rosenwasser als Toner und nicht sowas. Das riecht schon sehr sauer. Also für meine Verhältnisse sauer. Morgens und abends nach der Gesichtsreinigung, ja. Ach, ich werde es behalten. Doch, das werde ich austesten. Ich behalte ganz schön viel aus diesem Kalender. So viel habe ich, glaube ich, aus noch keinem Adventskalender behalten, so gefühlt, ne? Außer jetzt Glossybox oder ASOS oder so, ne? Aber bei so einem relativ günstigen Adventskalender so viel zu behalten, weil ich die Produkte echt ansprechend finde, das spricht mega für den Kalender. Muss ich mal kurz vor Weihnachten nochmal erwähnen, oder? In der Nummer 22 haben wir einen Lippenpflegestift von Isana, Lippenpflege Honig. Und das ist mit Bienenwachs und Avocadoöl. Das ist dieses schöne Produktchen. Es ist einfach pink. Pink ist beautiful. I love pink. Pink ist toll. Genau, ja, das ist einfach ein Lippenpflegestift. Finde ich gut. Kann man gerade, wenn es kälter wird, gut gebrauchen, weil ich finde, da hat man dann sehr trockene Lippen, die dann aufplatzen. Im Sommer hast du auch sehr trockene Lippen wegen Sonnenbrand auf den Lippen. Ich jedenfalls. Das heißt, ich benutze eigentlich irgendwie ständig irgendwelche Lippenpflegesachen. Man muss halt nur aufpassen, dass die Lippen nicht irgendwann süchtig werden oder abhängig werden, dass du halt quasi immer noch den Lippen die Möglichkeit gibst, von alleine regenerieren und nachfetten zu können. Also es nicht übertreiben. Aber, ne? Unterstützend kann man auf jeden Fall solche Produkte verwenden. In der Nummer 23 haben wir von For Your Beauty Haargummis. Das ist wundervoll. Das sind richtig schöne Silber. Das ist toll. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ich benutze solche Invisible Bobbles oder Invisible Nachmacher Haargummis nur. Deswegen toll. Da sind 3 Stück drin und das ist ja großartig. Ich möchte kurz erwähnen, dass mein Kläppchen Nummer 3 nach wie vor verloren ist. Ich werde gleich den ganzen Kalender auseinanderreißen. Ja, die Nummer 24 ist jetzt aber nicht so der Knaller, ne? Das ist jetzt von Wellness and Beauty, The Magic of Christmas, glitzernde Bodylotion mit Mandelmilchextrakt. Ich mag überhaupt gar keine glitzernde Bodylotion. Nicht mal so, nee, auch so auf den Beinen manchmal, ne? So im Sommer tragen das ja viele, aber ich mag das echt nicht gerne. Bei mir jedenfalls, weil dann bei mir einfach alles glitzert und da sind 30 Milliliter drin und das kommt mit in die Verlosung als letztes Verlosungsprodukt. Ich suche mal eben die 3. Die steckt zwischen der 8 und der 5. Die ist aber weit gewandert. Guck mal, da wäre die 3 gewesen und hier unten ist sie hingewandert. Wollen doch alle wissen, was das ist. Natürlich eine Ampulle. Weil es wäre ja auch von der Größe her eine Ampulle. Oh, ein Konzentrat mit Verwöhneffekt. Richtig toll. Schön. Cool. Also, ne, ich habe einige Produkte behalten, aber es gehen auch echt geile Sachen in die Verlosung. Cool. Ja, was sage ich zum Adventskalender? Ich finde den super. Ja, ich werde mir den wahrscheinlich wiederholen, auch wenn die Produkte garantiert nicht den Wert von 16,99 € erreichen werden. Da lege ich schon so ein bisschen meine Hand für ins Feuer, weil ich meine, diese ganzen Bodylotion und Shampoo und so, die Sachen, die werden nicht so viel wert sein, ne? Also, ich blende hier mal den Gesamtwert ein von den Produkten, was ich hier so ausgerechnet habe. Ich werde mir definitiv nächstes Jahr nochmal den Isana Adventskalender angucken. Ich finde ihn viel besser als den von Balea, muss ich wirklich sagen, weil nicht den Isana Adventskalender, sondern den schön für mich Adventskalender, eben weil da verschiedene Marken drin sind und das finde ich so cool. Naja, so, mir hat's gefallen. Ich hoffe dir auch. Wenn dem so ist, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings 2019, sind ganz schön viele. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast und für die Verlosung müsstest du es eigentlich tun, hier kostenlos abonnieren, würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!